Lol. Willkommen zurück oder willkommen in einem neuen Jahr von etwas zu lauter Musik. Naja, willkommen zu einem wunderbaren neuen. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Rutsch. Meine Güte, wow. Ich wäre schlau, mal an meinen Boxen umzudrehen. So. Ihr fragt euch jetzt, warum ich hier lang laufe und nicht in die Richtung Tempel. Ich will nochmal zurück zur, in unsere Stadt. Weil wir sollten eventuell mal uns die, so eine Themen holen, damit die Zeit verlangsamt wird. Und das kriegen wir in der Stadt. Diesen Tipp habe ich übrigens von Happy gekriegt. Danke an dieser Stelle, weil wir hatten letztens aufgenommen. Und was war? Das war sau leise. Also irgendwas hatte da nicht überhaupt nicht gestimmt. Und deswegen. Eigentlich könnte ich eben auch das. Ach verdammt, ich habe ja mein Geld da. Ups. Ob ich das in der Bank einfach so abgeben kann? Moment, geht das? Hä? Ich will da auch rüber. Warum geht das denn da nicht? Ab. Nein. Oh. Muss ich da... Okay. Hopp, 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 hopp. So. Und hopp, 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 hopp. Hopp. Na, das geht. Das geht super. Genauso wie ich das will. Ja, und das, gestern kam übrigens kein Part aus dem Grunde, dass ich krank war. Genauso krank wie ich als Deku aussehe. Ja, ich lag gestern den ganzen Tag flach und da konnte ich... Okay, wo bin ich denn hier gelandet? Naja. Bekommt man hier eine Boni eigentlich, wenn man das ganze Geld spart und dahin bringt zum... Würde mich ja mal echt interessieren. Wie bei Animal Crossing, wo man den bekommen hat. Ein Frosch, warum steht da ein Frosch? Kann ich mit dir reden? Kann ich dich abschießen? Ja. Ja. Kann ich jetzt mit dir reden? Immer noch nicht. Dann muss ich wohl zu härteren Maßnahmen ansetzen. Na, schade. In Dings brachte das was. Na gut, dann. Na, stopp. Und jetzt verwandeln wir uns einfach mal zurück. Wo sind denn die Masken da? So, zurück. Boing, 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 boing. Und der Mond ist gefährlich nah. Hüpf, 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 hüpf. Und da oben ist ein Wespennest. Wespennest. Oh, schon getroffen. Pef. Oh, das ist... Danach kannst du dich landen, Rubin, oder? So, denn... Hier scheint es ja zurückzugehen. Oh Gott, ist das nervig. Nervig. Ich freue mich schon auf den Sora-Anzug, den es ja gibt. Die Sora-Maske. Ich habe ja ein bisschen Spielflächen geguckt. Aber nicht so weit, dass es irgendwie... So. Dann sind wir mal zurückgehoppert. Und hier geht's zum Magilan, zur alten Schachtel und so laufen wir nämlich zurück. Wuhu! Bam! Ohne Dekonus, das kommt uns ziemlich gelegen, weil letztes Mal habe ich ziemlich lange gebraucht. Hey! Und noch eine Dekonus. So, dann laufen wir mal zurück. Oh, dann haben wir die Herzen mal aufgefüllt. Ist da auch was Feines? Dann müssen wir doch hier lang, oder? Ah, hast du den Dekonus verloren? Ja, gut.
Aua, Mann, du tust mir weh, das geht nicht. Dafür habe ich denn deine Draconos ergaunert. Nicht ergaunert. Genommen. Ist auch nicht besser. Egal. Und schon. Ach, wir sind wieder zurück. Der Morgen des letzten Tages ist verbleiben. 24 Stunden laut der Uhr, die irgendwie im Spiel integriert ist und ich nicht sehen kann. Doch, ich sehe sie. Genau vor mir. Ich bin so ein Vollidiot. So, dann würde ich mal sagen, wir laufen jetzt zur Stadt zurück. Packen da unsere Rubine in die Bank und gucken uns da mal ein bisschen um. Aber dann kann ich ja jetzt auch wieder die Maske abziehen. So. Perfekt. Bam. Und schon haben wir einen Rubin. Zack, und wir haben einen. Ja, ja. Kommt runter, ihr Bastarde. Ah, Gott, wir haben wieder mehr Leben verloren, als ich wollte. Naja. So, dann sammeln wir die Rubis mal hier ein. Bam, und schlitzen ihn kaputt. Und laufen ganz fix zur Unruhestadt. Der Unruhestadt. Und diese Unruhestadt, die ist da. Nach der Ebene von Tamina. Tamina. Bam, 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 bam. Übrigens, so fing mal Ocarina of Time an. Ich habe mir mal ein paar erste Parts davon geguckt. Und ich konnte nicht fassen, wie schlecht ich mal war. Naja, das ist aber egal. Das spielt ja nicht zur Sache. Weil ich war, das müssten die meisten Let's Player kennen. Weil die meisten meiner Abonnenten sind auch Let's Player. Wer jetzt erwartet. Weil das ist nicht mehr so selten. Überhaupt nicht. Na gut, ich habe die Zeit wohl nicht gesehen, wo das noch selten war, dass jemand einen abonniert hatte. Südunruhestadt. Aber es gibt ja auch die größeren, wie Gronkh und so, die sind ja noch da und scheinen irgendwie immer mehr zu kriegen, während wir hier. Na gut, ich bin super stolz auf meine 17 Abonnenten übrigens. Ihr seid echt die geilsten. Wie alt bist du? Du kommst nicht aus der Gegend. Warum trägst du solche Klamotten? Warum? Hä? Weshalb? Gibt's Probleme? Falls ja, sag nur unsere Bomben Bescheid. Psst, willst du etwas über die Bombe erfahren? Hey, du darfst es aber niemand verraten. Jeder Bomber hat ein Notizbuch, so wird es verwendet. 1. Finde Menschen in Not und füge ihren Namen und Bilder ein. Es ist nur Platz für 20 Leute. 2. Versprich ihnen zu helfen. Vermerke Verspreche mit Aufklebern, halte dein Versprechen immer ein. Hast du ein Problem gelöst, erhältst du zur Belohnung einen Jubelaufkleber. Er verbleibt in deinem Buch. Entferne keine Aufkleber, sie helfen dir, dich an die Sorgen der Leute zu erinnern, bis ihr glücklich ist. Vergiss nie diese Regeln. Die Bomber sind eine geheime Bruderschaft, du darfst es niemals verraten. Aber du hast es mir doch gerade verraten und du kennst mich noch nicht. Kuriositätenladen geöffnet ab 22 Uhr. Oh, da kann ich rein. Das ist gut. Buzzer. Oh, hallo. Yo, hey, Baby. Ich bin einfach nur so Vogelscheuche auf der Suche nach schöner Musik. Die Zeit wird wie im Fluge vergehen, wenn du mit mir tanzt. Wenn du willst, Baby, dann lass uns die Zeit vergessen und bis in die Nacht hinein tanzen. Nein. Schade, ich hätte mich gefreut, aber komm ruhig wieder, wenn du dich in die Tanzgruppe packst. Ach übrigens, ich kenne ein geheimnisvolles Lied, mit dem du den Fluss der Zeit manipulieren kannst. Möchtest du etwas darüber erfahren? Ja. Oh yeah, hör mir gut zu. Spielst du dieses Lied rückwärts, so kann den Fluss der Zeit. Boah, geil, das war ich eigentlich drauf aus, dieses Lied zu kriegen. Spielst du jedoch jede Note zweimal hintereinander, so kannst du mit einem nur einen halben Tag verstreichen lassen.
Wie klingt das? Ist doch sehr interessant, oder? Aber ich glaube, von dir würde mir jeder Song gefallen, Baby. Wenn du Lust hast, dann spiele doch einen für mich. Ach, du bist so pädophil, Alter. Nein, vergiss es. So. Ja, klar. Oh, Baby, ein schönes Instrument. Spiel mir ein Lied vor, das du dafür geschrieben hast. Yeah, oh yeah, das fällt mir ins Bein. Übrigens, ich kenne einen. Okay. Möchtest du etwas darüber erfahren? Ja. Oh yeah, hör mir zu, spiele sich ungefähr, spiel zwei miteinander. Klingt doch interessant, oder? Was sieht das zu mir? Spielst du das Lied, das du für mich geschrieben hast, nochmal, dann verwenden wir. Was? Was? Ich müsste mir das Lied merken. Oh nein. Moment, ich habe. Naja, das wird schief laufen, naja. Hand in der Hose, willkommen. Ich glaube, die hilft irgendwie, aber. Ach ja, und du brauchst sowieso eine leere Flasche. Du Flasche. Hey Mann, ich mache hier nur einen Teilzeitjob. Woher soll ich wissen, was hier abgeht? Ich mag dich nicht. Nee, ganz und gar nicht. So, dann öffnen wir hier mal die Türe und gehen hier zur Bank, was perfekt aufeinander liegt. Habe ich dir mal gegeben? Naja, was ist los? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Bin ja einzahlen. Entschuldige bitte, aber lass mich einen Blick auf dich werfen. Ah, genau, Link. Du bist doch der kleine Kerl, der 36 Rubine deponiert hat. Möchtest du etwas einzahlen? Wunderbar. Nun, wie viele Rubine? 6. 65. Willst du wirklich, also wirklich, so viel einzahlen? Ernsthaft, das ist eine Menge, eine Menge, eine Menge. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt derzeit 101 Rubine. Komm zurück, wenn du ein paar Reichtümer gesammelt hast. Noch nicht. Wir werden jetzt erstmal die Zeit zurückspulen wollen. Eigentlich wollte ich euch hier treffen, aber das habe ich dann gelassen. Hymne der Zeit, Lied der Befreiung. Und Fliege, die vom Bildschirm wegfliegt. Ah, verdammt, das war der B-Knopf. So. Bam. Bam, 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 bam. Oh, ich hab's richtig gespielt. Yay! Speichern und zur Dämmerung des ersten Tages zurückkehren. Ja. Schon wieder, ich verliere die Idee und so. So, dann haben wir auch schon mal ein bisschen mehr Zeit. Perfekt. Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben wir 72 Stunden. Südunruhe Stadt. So, dann laufen wir da mal wieder hin. Das war hier hoch. Hallo, hallo, ich kenne dich, ich kenne dich, ich kenne dich. Die Maske kenne ich irgendwoher. Aber nicht, dass du lila hast. Naja. Dann laufen wir da mal hin. Okay, ich bin falsch gelaufen. Warum bin ich im Waschplatz gelandet? Warum kann ich mit den Kröten nicht reden? In Ocarina of Time ging das. Mann, jetzt bin ich enttäuscht vom Spiel. Jetzt bin ich mega enttäuscht vom Spiel. Das ist, glaube ich, der letzte Part, den ich machen würde. Das ist natürlich Quatsch, aber ich kann mit den Kröten nicht reden. Das geht doch nicht. Naja, aber langsam neigt sich der Part auch dem Ende zu.
Ja, reden wir hier noch mit. Öffnen. Das ist ein anderer. Hallo. Oh Baby, ein schönes Instrument. Spiel mir ein Lied vor, das du dafür geschrieben hast. Dim, 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 dim. Yo, yeah, yeah, set me ins Gebein, Baby, übrigens. Ich kenne ein geheimnisvolles Lied, mit dem du den Fluss der Zeit manipulieren kannst. Möchtest du etwas darüber erfahren? Ja. Oh yeah, hör mir gut zu. Spiel sich rückwärts, kannst du die Zeit verjagen. Klingt ja sehr interessant, oder? Aber das Lied, das du mir vorgespielt hast, gefällt mir besser. Spielst du das Lied, das du für mich geschrieben hast, nochmal, dann werden wir uns wiedersehen. Bis bald, Baby. Geht das? Kann ich den irgendwie wieder rauslocken, wenn ich hier rausgehe und wieder reingehe? Geht das? Ja, verdammt. Naja, dann machen wir uns mal auf. Oder? Nee, ich beende den Part, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich werde mich hier wohl noch ein bisschen umgucken. Mache ich aber ein Safe State, keine Sorge. Ich gucke mich hier ein bisschen um, nur ob euch was Interessantes zeigen kann. Leute, wir sind jetzt im nächsten Part von Let's Play Zelda Majora's Mask. Passt auf und bis denne.